Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir und rasten Sie total aus für den Riesenschauspieler Ingo Neuhaus! Bisschen was hinterlassen. Ist der Stuhl schön warm? Ist der total warm? Ja, das macht er dann immer sehr gründlich. Aber es ist schöner, wenn es heimlich ist. Ja, das ist vorher nicht so. Ihr Auftritt hier bei uns, Herr Neujahr, stand ja völlig auf der Kippe, denn es sind dramatische Ereignisse heute vorgefallen bei Ihnen zu Hause. Ja, sozusagen, ja. Das war mein kleiner Sohn, der jetzt 12 Wochen alt ist. Hat heute seine Flasche bekommen. Leider hat unsere Haushälterin sein erstes Bier. Hat unsere Haushälterin vorher die Kanne, wie sagt man dazu? Entkalkt? Entkalkt, richtig. Und da bei uns gegessen wird, was auf den Tisch kommt, hat der kleine Mann dann seine Pulle mitsamt Entkalker zu Ende gegessen, hat ein Bäuerchen gemacht, ist ins Bett gegangen und als die Putzfrau dann fragt, die Haushälterin fragt, wo ist denn der Inhalt dieser Entkalkerflasche? Ja, die ist beim Lütchen im Bauch. Und dann ab ins Krankenhaus und alles mögliche, aber Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Gott sei Dank. Deswegen... Ja, das gefährlich. War. Aber da hat der Sohn ja ganz offensichtlich den Magen des Vaters dann geerbt. Das ist allerdings richtig. Also bei uns, wie schon gesagt, bei uns wird die gestern am Tisch kommt. Meine Tochter Luna ist ja auch mehr der herzhafte Typ. Die ist jetzt 10. Ich habe ihr letztens ein großes Herz mitgebracht. Also Liebe aus Ferrero, Küsschen. Ja. Und sagt zu mir ganz also wie von Kopf geschlagen. Papa, du weißt doch, ich bin mehr der herzhafte Typ. 10 Jahre alt, hey, Entschuldigung. Ich bin der herzhafte Typ. Aber herzhaft? Ne? Herz also, Tochter hast du auch noch, ja? Ja, klar. Die ist 10 Jahre alt. Die ist 10 und mein kleiner Sohn ist jetzt 10 Wochen. Also gleiche Frau? Nein, nicht die gleiche Frau, aber, aber Patchwork-mäßig irgendwie. Ja, klar. Ja, das Beste aus allen. The ne? best of both worlds. Ja, yes, genau. Yes. Und demnächst in alles Entkalker beim Kochen. Bei uns wird nur mit Entkalker gekocht, grundsätzlich. Also der Chinese nimmt Fondor, bei uns ist das dann der. Aber Bio-Entkalker macht nicht so. Peter, vielleicht sollen wir das bei dir auch mal mit dem Entkalker. Ich habe ja schon. Ich habe ja mein Erlebnis mit Entkalker schon hinter mir. In einer Redaktion meines Vertrauens habe ich mal gearbeitet. Mhm. Und da hieß es, Kaffee ist fertig. Der Kaffee ist fertig. Und da hast du Entkalker getrunken. Und da habe ich Entkalker pur getrunken. Aber jetzt hilft es beim Sudoku. Ja, es macht auch macht den Kopf sehr frei, muss man sagen. Ja. Ja. Es verändert ein bisschen. Das verändert die Persönlichkeit. Ja, ja. Ich habe das heute auch, also das, als er mit 10 Jahren, mit 10 Monaten schon das erste Mal Papa bis heute im Fernsehen gesagt hat, habe ich gedacht, oha, Entkalker. Ja, hoffentlich dann nicht der Werbespot, oder? Nein. Ich bin auch gleich, ich bin ständig jetzt hier mit dem Krankenhaus in Verbindung. Ja, Sekunde mal, wie heißt denn Björn? Okay, Zugriff. Ingo Neuhaus, meine Damen und Herren. Nein, aber es geht ihm gut, oder? Also, ja. Weil, Nein, das hört sich wirklich jetzt im Moment wirklich schlimmer an, als es war. Es war eben halt, wie schon gesagt, Gott sei Dank Bio-Entkalker und es hat irgendwie alles in der Halbzeit schlimm. Ja, ich bin mich heute ans Telefon gegangen, das erste Mal, glaube ich, seit ich in dieser Firma bin. Da geht er ans Telefon, ich sag mal, ist da die Nils Rufshow und er macht einen auf, ja, hier ist Telefonanschluss Nummer 37, hier ist die Nils Rufshow und wie am Telefon Peter Sawatzki. Ja, hier ist Ingo Neuhaus, ich bin der Gast heute und mein Sohn hat Entkalker getrunken. Nee, ich habe ja verstanden, mein Baby ist in den Entkalker gefallen. Ja, hat er mich gefragt, ist ihr Baby in Entsafter gefallen? Ich sag, hallo, mit wem rede ich denn da? Nils Ruf, ja, okay, ich weiß wieder, wo ich bin. Baby ist in den Entsafter gefallen. Das Baby ist doch der Entsafter. Worum geht's? Ich stehe Rede und Antwort. Du hast auch mal den Ex-Freund von Anke Engelke gespielt in einem. Da war ich noch gerade mal 2 oder 3 Wochen älter als mein Sohn jetzt. So lange ja, genau, ja. Nee, fand ich nur eine sehr interessante Rolle. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Also ich muss ganz ehrlich zugeben, zu der Zeit war Anke ja im Fernsehen also immer noch so präsent und einer der größten Comedy-Koryphäen. Also ich habe mich da gar nicht drauf vorbereitet. Heute nicht mehr? Ja, weil sie nicht mehr so präsent ist im Moment. Damals war sie ja auf allen Kanälen und in jedem Herzen. Ne, in den menschlichen. Peter, du kennst es selber, mit den Jahren zieht man sich zurück. Ich bin einer der wenigen Menschen, die nur den Peak kennen. Die Talsohle kenne ich ja gar nicht. Ach so, das ist Peter Peak.